Sollen wir nochmal etwas erkunden gehen, da uns für den nächsten Fortschritt Eisen fehlt? Und ich meine mich zu erinnern, dass wir hier oben schon mal ein bisschen Eisen gefunden haben. Deswegen werden wir uns heute auf den Weg machen Richtung Norden und dort oben mal ein bisschen die Welt erkunden. Und hoffentlich viel Eisen finden. Wenn wir schon mal hier sind, angeln wir auch noch gleich ein bisschen, um unseren Skill zu leveln. So, da haben wir schon mal ein paar Fische gefangen. Und auch noch einen Skillpunkt gekriegt fürs Angeln. So, verteilen wir gleich mal die Punkte hier. Dann müssen wir aber auch noch mal kurz zurückgehen, da ich leider gar kein Tin dabei habe. Das heißt, wir können die Spitzhacke gar nicht reparieren. So, damit haben wir auch hier alles weggeangelt. Hier vorne haben wir noch mal so eine verlassene Ruine gefunden. Wir sind schon relativ weit gelaufen. Haben allerdings noch kein einziges Eisen oder Erz gefunden in der Wand. Wir haben zwar eins bekommen aus so einer Vase, aber noch kein Roherz gefunden. Da das Inventar aber auch schon wieder voll ist, werde ich nochmal kurz zurücklaufen und das ausleeren. Sehen, dass wir hier bei unserer Reparaturstation neue Auswahlmöglichkeit haben. So können wir jetzt Werkzeuge verstärken. Anscheinend können die dabei bessere Stats bekommen und halten dann auch dadurch ein bisschen länger. Das probieren wir ein anderen Mal aus, wenn wir bessere Werkzeuge haben. Dann laufen wir doch mal los, diesmal aber nach rechts, wo wir den großen Schleim besiegt haben. Ich glaube, wir haben gerade ein neues Biom gefunden. Und wir können sogar die Wände abbauen. Gerade so. War das Eisen?
Nicht ganz sicher. Ich glaube nicht. Das war Eisen. Normalerweise habe ich mein Tin wieder weggepackt, was ich benutzen wollte, um die Spitzhacke zu reparieren. Na gut, müssen wir halt gleich mit weniger Eisen zurücklaufen, aber. Oh, was haben wir hier? Eine weiße Möhre, Kohl, Radieschen? Keine Ahnung. Okay, die Steine hier bauen sich echt langsam ab. Das war's mit der Spitzhacke. Ein Block vor dem Ziel. Na gut, dann müssen wir den ganzen Weg nochmal kurz zurücklaufen. Dann können wir nochmal ein bisschen angeln hier. So, haben wir auch mal alle Fische mitgenommen. Dann kümmern wir uns mal schnell um das Inventar und um den Garten. Dann geht's wieder zurück zum Eisenfarm. Wir haben ja anscheinend einen alten Minenschacht gefunden. Mal sehen, was man hier so looten kann. Nehmen auf jeden Fall einfach mal alles mit. Riesiges Goldvorkommen gefunden. Es wird langsam an der Zeit, dass wir den Drill freischalten. Mal abgesehen von den 80 Schienen und dem Minecart haben wir hier drin eigentlich nichts gefunden. Schade. Aber dann suchen wir noch mal ein bisschen weiter nach Eisen. Da vorne steht ein neuer Gegner. Das sieht ziemlich gefährlich aus, aber ich glaube, wir können einfach von hier mit der Slingshot da reinschießen. Da kann er nichts machen. Na gut, ich weiß nämlich nicht genau, wie stark der ist. Gehen wir auch nochmal sicher und schießen einfach mal von hier hinten. Er hält auf jeden Fall einiges aus.
Oh nein. Oh, der kommt schon hoch hinten. Oh, ganz schön gefährlich hier. Der will einfach nicht sterben. Ich weiß nicht, wie viel Leben der hat. Oh, Mann, nee. Ist das normal? Wahrscheinlich einfach irgendein Mini-Boss sein oder so. Vielleicht ist das auch ein normaler Boss. Ich glaube, für einen normalen Mob hat er ein bisschen viele Leben. Achso, es hat einfach die ganze Slingshot getankt. Ich glaube, ich genug Sachen dabei, um zu separieren. Viele Scrap Parts. Ja, doch, haben wir. Dann versuchen wir das nochmal weiter. Ich meine, so viel kann er ja eigentlich nicht mehr haben. Oh, da ist noch ein zweiter gekommen. Langsam habe ich irgendwie das Gefühl, dass das gar nichts bringt. Ich glaube, ich gehe gleich mal dich daran und guck mal, ob ich eine Lebensleiste von denen sehen kann. Das sieht schon gefährlich aus. Oh! Okay. Wir gehen nicht dichter dran, wir bleiben ganz sicher hier stehen und schießen aus der Entfernung. Alter, er ist fast gewonshottet. Ach, da kommt auch schon wieder dieser komische Wurm. Oh. Und da ist mein Spiel abgestürzt? Ja, perfekt. Ich hoffe einfach mal, dass der Fortschritt automatisch gespeichert wird. Wenn nicht, wäre das ein bisschen ärgerlich. Oh, bitte abgespeichert. Jetzt hätte ich einfach 1,5 Stunden umsonst hier auch Fortschritt gemacht. Oh ja, sehr gut. Okay, schießen wir den diesmal nicht an. Ich weiß nicht genau, was den Crash verursacht hat. Ich wüsste gar nicht, wie viel Leben der noch hat. Keine Lebensleiste. Ich würde ihn auch gerne tot haben, vielleicht droppt er was Cooles. Manchmal die Klingert hat, ihn da so in der Ecke zu haben. Irgendwie sieht das nicht so aus, als wenn er Schaden kriegen würde. Auf jeden Fall nicht ran, der hat eine zu große Reichweite. Hm. Also ich glaube, da können wir nichts machen. Kann ich mal mehr die Slingshot reparieren. Schwert komme ich aber auch nicht ran. Nee. Nee, nee. Okay, wir lassen den lieber in Ruhe, glaube ich. Hier weiter Eisen farmen. Man muss damit den Eisensachen bessere Waffen herstellen. Und das heißt, vielleicht sehr wahrscheinlich wird das so sein. Gehen wir wieder und rächen uns. Dann läuft aber noch jemand Schnelles rum. Oh Gott, wer bist du? Ein Debuff von uns? Okay, der war nicht so stark. Ich habe irgendwie ein Stückchen meiner Karte verloren. Durch den Crash. Aber es ist nicht so schlimm, solange ich noch meine ganzen Sachen habe.
Oh. Okay. Die können auch schießen. Brennt ihr da noch? Nee. Okay, ich glaube, hier ist es einfach noch ein bisschen zu gefährlich für uns. Angst anscheinend noch so schwach, um hier zu angeln. Wie viel Eisen haben wir denn schon? 24. Und zu Hause haben wir, glaube ich, noch um die 12 Stück. Dann laufe ich erstmal zurück und gucken, ob wir uns eine bessere Spitzhacke herstellen können. Aber gegen den hier kämpfen wir noch. Schaden macht er. Das ist schon ganz ordentlich. Aber wenn wir gegen den kämpfen, müssen wir aufpassen, dass wir nicht genau im Weg stehen. Besser wahrscheinlich irgendeine Waffe, die den Gegner pierst, also öfters trifft. Wieso kann ich jetzt meine Spitzhacke nicht mehr reparieren? Wenn ich jetzt Scrap einmal im Inventar hatte oder wie? Ich habe das extra weggeworfen. Da muss ich jetzt erstmal den Barren da reinpacken. Nee. Repair cost to Scrap parts. Habe ich nicht. Ich habe doch extra Tin dabei. Hat das sonst auch mal funktioniert? Was können wir denn da reinpacken? Andere Werkzeuge? Ich will eigentlich auch nur die Standardressourcen zurück. Ich habe jetzt wieder Scrap gekriegt, hä? Ich glaube, die haben das irgendwie überarbeitet mit den Reparieren der Werkzeuge. Egal, Hauptsache unsere Spitzhacke wieder. Anscheinend müssen wir jetzt immer normale Holzwerkzeuge machen, um die dann in Scrap zu verwandeln, damit wir unser Werkzeug reparieren können, weil mit Tin geht das nicht mehr. Sind so relativ billig und Holz haben wir genug. Jo, perfekt, haben wir alles repariert. Teilen wir nochmal kurz die Skillpunkte. Nochmal ein Punkt in Mining, Punkte in Running, ein Punkt in Range Damage, ein Punkt in Gardening und ein Punkt in Cooking. Da können wir in der nächsten Folge mit den gefundenen Eisen und schon mal die neue Werkbank herstellen und gucken, ob welche Eisenwerkzeuge wir uns herstellen können.